So, hallo euch allen. Da sind wir wieder und wir haben heute mal endlich wieder ein wenig Zeit, um im Madden Ultimate Challenge Modus unterwegs zu sein. Wir haben da immer noch einige Offense-Aufgaben zu erledigen. Damit steigen wir gleich mal ein. They don't like bullies. Und wenn ich das richtig sehe, sind die Hauptprotagonisten Leute der New England Patriots. Passenderweise dazu spielen die Patriots gegen die Jets. Ja, so stärkt man die Rivalität. Wir gehen gleich mal aufs Feld. Wir spielen bei den Jets. Wenn ich es gerade richtig gelesen habe, sind die Wetterverhältnisse windig. Bin ich mal sehr gespannt, in welcher Konstellation, welcher Aufgabe wir hier aufs Spielfeld geworfen werden. Wir haben ja schon länger keine Challenges hier mehr gemacht. Das heißt, wir haben hier kein komplettes Spiel, sondern kommen in einer gewissen Konstellation jetzt gleich aufs Feld, die wir dann handeln müssen und natürlich zum Erfolg führen müssen, sprich, dass wir das Spiel in der Regel gewinnen müssen. Ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet, auch vom Schwierigkeitsgrad her, vom Level her. Vorspann! Meine Jungs. Und da sind die Black Knights der Jets. Dann wollen wir doch mal sehen, in welcher Konstellation wir hier aufs Feld kommen. So, ich schau mal eben nach. Während ich hier die Einstellungen einmache, läuft die Uhr nicht weiter. Das heißt, wir liegen 6 Punkte zurück, 15 zu 9 für die Black Knights. Wir sind im vierten Quarter, noch 2:55 auf der Uhr. Wir haben noch alle drei Auszeiten und stehen in unserer eigenen 30-Yard-Linie. Da haben wir doch alle Optionen offen. Was meint mein Coach? Mein Coach will leider nicht laufen. Ich wäre gerne gelaufen, aber wie gesagt, ich vertraue meinem Coach. Die Bürde habe ich mir ja selbst auferlegt. So, wir starten mit einem Passspielzug. Ich werde mir Sharp und Owens im Auge behalten. Beast ist meine Sicherungsoption, aber auch White, der Running Back, den ich ja noch mit reinbringen kann. Aber ich werde auf Beasley gehen. Der ist schön frei. Der macht das First Down. Schöner erster Spielzug. Wir sind schon mal an der 41-Yard-Linie. Neues First Down. Das heißt, wir bleiben ja im Strategy-Bereich. Ich will jetzt den gleichen Spielzug nicht nochmal auswählen. Wir nehmen den Double Post. Ich schaue mir Owens an, inwiefern er nachher frei ist, wenn er in Richtung Safeties läuft. Ansonsten werde ich Sharp als Anspielstation wählen. Der Running Back White ist auch eine Sicherungsoption, die ich wohl auch ziehen muss. Weil da hinten waren alle gut gedeckt, aber White ist sehr schön frei. Sehr schöner Spin-Move. Im ersten Verteidiger weicht er aus. Danach brechen sie über ihm zusammen. Aber wir haben das neue First Down und wir sind beim Two-Minute Warning angekommen. So, wir sind an der 41-Yard-Linie der London Black Knights. Tight End Angle. Einfach, ich möchte noch nicht jetzt schon auf den Touchdown gehen. Ich möchte den Knights hier so wenig Zeit wie möglich auf der Uhr lassen. Ich schaue mir an, ob Owens 1 zu 1 ist. Ist er leider nicht. Oh, ich wollte zu viel. Links war mein anderer Tight End komplett frei. Ich wollte zu viel. Sollte man den Football nicht mögen, dass ich nicht gut. Also ich fahre lieber oder besser damit Schritt für Schritt. So, jetzt bekommen wir einen Laufspielzug. Passend zu Schritt auf Schritt. Wir gehen über die innere Seite rechts. Da haben wir eine schöne große Lücke. Und stoßen weiter hinein. Das war gut. So, dritter und eins. An der 32-Yard-Linie. Beim Auszeiten ist noch kein Thema. Sind aber zu früh. Für Flankerdick. Ich werde mich stark auf Owens konzentrieren, der von rechts rüber auf die linke Seite läuft. White wäre so eine Sicherheitsoption.
So, wie angekündigt, da haben wir First Down und mehr, wie es immer so schön heißt. Wir sind an der 20-Yard-Linie, wir sind in der Red Zone der Black Knights angekommen. Gehen also wieder in den Strategy-Bereich hinein. Level Sail, das sieht doch, den spiele ich sehr gerne. Aber ich schaue mir an, was mein Tight End macht. Und den Sharp läuft. Running Back als Sicherungs... Oh, da kommt ein Blitz. Ich sichere meinen Quarterback mal ein kleines bisschen. Das heißt, ich werde verstärkt auf Sharp gehen. Einfach weil von dort auf der Blitz kam. Und ich werfe gerne immer in die Richtung, aus der der Blitz kommt. Weil da meistenteils immer ein Fire Receiver von mir steht. So. Neues First Down. An der 8-Yard-Linie. First Down und Goal. Level Sail wähle ich jetzt wieder aus mangels Alternativen. So, diesmal kein Blitz. Das heißt, Konstellation wie gehabt. Sharp und White auf der rechten Seite. Ja, und White ist... Ah! So, out of bounds. Wir sind an der 3-Yard-Linie. Habe ich ein bisschen zurückgeworfen, sonst hätte das schon passen können. Wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, den Touchdown zu erzielen. Mit 15 Sekunden auf der Uhr. Das dürfte meine Defense schaffen. Dann haben die anderen nach vielleicht nur die Möglichkeit eines Hail Mary. Die erstmal müssen hier in die Endzone kommen. Und das haben wir jetzt geschafft, glaube ich. Wenn Owens den Ball festhält, das tut er. Touchdown für meine Sentinels. 15 zu 15. Und sie nehmen beim PAT eine Auszeit. Icing the Kicker. Sie wollen meinen Kicker ein bisschen nervös machen. Also mich haben sie nervös gemacht. Ich bekomme dadurch eine andere Perspektive. Und wir erinnern uns an die Windverhältnisse hier im Stadion. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob der sitzt. Oh, knapp. Aber er sitzt. Habt ihr gesehen, wenn bei einem Field Goal oder bei einem Field Goal oder bei einem PT eine Auszeit genommen wird, ändert sich die Perspektive. Die macht es dann dem zu schießenden Team schwieriger. Das hat man gerade gesehen und gerade bei Windverhältnissen. Wir hatten ja eben noch gesehen, wie die Windanzeige stark Richtung auf die rechte Seite ging. Ist es dann echt schwer abzuschätzen, weil man nicht die komplette Einsicht mehr hat. Deswegen war das auch hier gerade eine etwas engere Kiste, aber mein Kicker hat es gemacht. Wir liegen jetzt mit einem Punkt vorne. Die Knights beginnen an ihrer 25-Yard-Linie. So, die Marcus Lawrence macht Druck auf den Quarterback. Kurzer Pass. Zweiter und vier. Jetzt bleibt ihnen nur noch die Hail Mary. Ich richte meine Defense dementsprechend aus. Da kommt der Pass und der ist intercepted. Da glaube ich wieder Emerson Walls, also der macht ein richtig gutes Ding da hinten. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.